Johannes, na, wie geht's Grüße dir? Nach Konstanz. Grüße nach Augsburg. Ja, schau, es brauchte die Corona-Krise, dass wir das endlich mal zusammen machen. Ne? Das ist unglaublich. Wir reden schon seit Jahrzehnten drüber, dass wir sowas mal machen müssen. Wie gut, dass jetzt Corona gekommen ist. Nein, nicht wirklich. Du musst auch was mal sagen. Ich weiß nicht so. Jede Krise birgt auch eine Chance. Jede Krise birgt eine Chance. Und ich meine, hier, okay, jetzt sind wir mal ganz kurz ehrlich, bevor wir anfangen, ernst zu sprechen. Aber ich bin schon nervös, Johannes. Ja, lass uns kurz noch ehrlich sein. Das ist gut. Bevor wir nachher das christliche Klischee einfach erfüllen müssen, ganz kurz noch ehrlich sein. Aber ich bin schon nervös, gell? Ich meine, du bist schon das größte Tier, was mir so bisher über den Weg gelaufen ist, jetzt auf Instagram so. Also, ja, manche meinen ja auch, ich sei eins der zwei Tiere der Offenbarung. Also, oh, wirklich? Manche Leute sagen ja, wenn du gerade über die zwei Tiere von der Offenbarung gesprochen hast, manche Leute sagen ja, eins von diesen Tieren sei ein Rhinoceros gewesen. Ja, ich glaube auch. Also meine Hoffnung ist ja, dass es im Himmel Pandas gibt. Weil ich liebe den Du bist so ein Panda-Fan, gell? Ja, ich finde es nicht okay, dass die in der Bibel nicht direkt vorkommen. Das ist so alles, finde ich schwierig. Ja. Okay. Lieblingstier? Ja, schon Panda. Also, und jetzt, was ich neu entdeckt habe, kennst du Plump Loris? Nein. Genau, und kennst du Pangoline? Auch nicht. Nein. Ich muss mal nachsagen, das sind zwei ganz tolle Tiere. Und Alpakas finde ich auch toll. Alpakas kenne ich. Loris und Pangoline, das sind so kleine Wesen, also die finde ich auch ganz toll. Ich entdecke immer mal wieder neue Lieblingstiere. Aber Pandas, ich war in China letztes Jahr, da habe ich ganz viele Pandas gesehen und das war schon sehr, sehr süß. Ja. Du reist ziemlich viel, gell? Ja, momentan nicht, ne? Aber ich mache mir schon große Sorgen um meinen Lufthansa-Status. Aber sonst reise ich schon viel, ja. Ja, was, warum? Weswegen? Also tatsächlich reise ich sehr, sehr gerne, aber dann halt, weil ich einfach Vorträge halte. Ne? Okay. Was ich besonders cool finde, ist, wenn ich in so Länder komme, wo man als Westler normalerweise nicht so leicht hinkommt oder was mich mit am meisten inspiriert, das klingt jetzt klingt obszön, aber die Reisen in den Ländern, wo das Christentum verfolgt wird, hat mich ganz viel gelehrt, hat mich ganz tief geprägt. So die letzten 6 Jahre war ich immer wieder in Ländern oder mit Christen zusammengetroffen aus solchen Ländern. Und das ist schon monumental. Leute, die echt alles riskieren. Okay, was hast du da mitgenommen? Oder was sind so, das interessiert mich jetzt, wenn du sagst, okay, das hat dich ja so richtig viel gelehrt. Was sind so die Sachen, wo du sagst, okay, das hat dich zum Denken, zum Nachdenken gebracht? Also eigentlich total viel, was jetzt auch relevant ist in der jetzigen Krise. Also in vielen Ländern heißt es, Christ zu werden. Das heißt, mit deiner Verwandtschaft zu brechen und mit deinem Leben abzuschließen. Weil du alles riskierst und eigentlich ist es genau das, was es heißt, Jesus zu folgen. Hm. Also auch bei uns. Nur wir haben es uns halt so bequem eingerichtet. Und die Wahrheit ist, wir leben ja alle auf den Tod hin. Ja. Die Frage ist ja, wofür lebst du? Und deswegen, also wir haben hier so ein Gebetshaus, wo wir Tag und Nacht beten. Und gerade in China war ich einmal in so einer Untergrundkirche, wo lauter Missionare waren. Und ich habe mich irgendwie sehr heimisch gefühlt. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich genauso wie... was wir halt mit unserem Tag- und Nachtgebet einüben, ist auch so ein Leben schon ein Stück weit auch in dieser Perspektive der Ewigkeit. Nur die machen das zum deutlich kostspieligeren Preis. Die leben auch so, aber da sind sie ständig damit konfrontiert, dass jemand diesen Check einlösen könnte und sie wirklich verhaftet. Und das hat mich mit so einer neuen Ernsthaftigkeit eigentlich erfüllt und gleichzeitig zu sehen, dass die einfach Freude an ihrem Glauben haben. Also für die wäre es keine Option, ihren Glauben zu verraten. Wow. Und ich habe echt mit Leuten gesprochen, die gefoltert worden sind, also kein Spaß. Ja. Und dann zu wissen, hey, die gehen da durch und zwar aufrecht und mit Hoffnung, das hat mich wahnsinnig viel gelehrt. Also ich war da immer beschämt, dass ich da lernen sollte. Ich mir dachte, was hab ich euch denn da zu erzählen? Also es war echt berührend. Ja. Das ist interessant, gell? Ich meine, die Offenbarung, die diese Menschen von Jesus haben müssen, ist einfach crazy. Ich meine, ja. Diese persönliche Offenbarung von diesem Retter, der sein Leben gegeben hat und für uns diese Tür aufmacht zu diesem ewigen Leben. Ja, und diese persönliche Offenbarung. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir sind ja so gewohnt, dass wir in christlichen Ländern leben. Aber wenn du mal im Irak lebst oder auch in China, in einer Kultur, wo es das Christentum nur ganz wenig gibt oder fast gar nicht gibt, erst dann merkst du, wie radikal neu das Christentum ist. Das ist mir bewusst geworden, als ich in Burma war, letztes Jahr in Myanmar. Und ich habe einen gefragt, warum bekehren sich Buddhisten
zum Christentum. Und er hat gesagt, die einfache Antwort ist die Vaterliebe Gottes. Das Thema, dass Gott ein Vater ist, dass Gott überhaupt gibt und dass er eine Person ist, das ist unheard of. Der Buddhismus ist ja ein eindrucksvolles religiöses System. Es ist sicherlich, da gibt es viel Staunenswertes dran, aber es zeigt halt kein menschliches Antlitz, das mir entgegenblickt, sondern das Höchste ist eher ein Weggehen von der Beziehung. Und dass Gott Liebe ist, dass er ein Vater ist, das haut halt total rein bei denen. Ja. Bei uns kennt es jeder, bei denen ist so, was, wirklich, Gott ist ein Vater? Und das macht einen dann ganz neu dankbar für das, was man hat. Ja, was heißt es für dich, deine persönliche Beziehung mit Jesus auszuleben? Das ist eine so allgemeine Frage, wie wenn du mich fragen würdest, was bedeutet das Atmen für dich? Alles in meinem Leben ist ein Dialog mit Jesus und ein Kreisen um ihn und Leben aus ihm war. Das klingt jetzt super fromm. Ich meine es viel irdischer und viel fleischgewordener, aber es ist so. Es ist mein gesamter Horizont. Wow. Ist interessant, ich habe am letzten Sonntag angefangen. Sorry, ich interviewe dich jetzt einfach mal, Ja. wenn es okay ist für dich. Was Ich habe denn? eine Predigtreihe angefangen, letzten Sonntag. Und ich spreche über die Zeit, die 40 Tage nach der Auferstehung Jesu, vor Himmelfahrt, wo er 40 Tage unterwegs war und sich 40 Tage lang gezeigt hat und sich offenbart hat. Weil ich habe das Gefühl, über diese Zeit reden wir gar nicht so oft, reden wir gar nicht so viel. Hat mir einfach mal, ich war einfach völlig fasziniert von dieser Tatsache, okay, 40 Tage war Jesus noch irgendwie unterwegs. Wem hat er sich gezeigt? Warum hat er sich denen gezeigt? Weshalb, wem hat er sich nicht gezeigt? Warum? Also weißt du, das ist diese, Jesus ist Menschen begegnet. Und Gott ist ein Gott, der sich nach Begegnung sehnt, aber gleichzeitig diese Begegnung mit Jesus, was ich feststelle, so in vielen Gesprächen, die ich gerade führe, auch in dieser Krise, in der wir gerade sind, ja, wir haben die Church und wir haben die Kirche und wir machen unsere Online-Gottesdienste und alles, das ist gut und alles, das ist schön. Aber ich glaube, in Zeiten wie diesen, glaube ich, sehen wir mehr als jemals zuvor, nichts ersetzt, nichts kann jemals ersetzen, diese persönliche Begegnung mit Christus, diese persönliche Auseinandersetzung mit deinem Retter, der dir begegnet. Wie nimmst du das wahr? Oder wie ist es für dich, diese persönliche Begegnung zu pflegen? Also erstmal, ich würde dir voll recht geben, diese Corona-Krise reduziert uns in vielerlei Hinsicht auch auf das. Und ich mache mir total Sorgen um viele Menschen, weil ich glaube, dass die meisten Menschen kein eigenes inneres Leben haben. Und was Corona tut, ist ja, es wirft uns total zurück auf, du musst zu Hause sein. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der Sozialkontakte braucht zum Überleben, hast du es gerade mega schwer. Und wenn du ein Mensch bist, der sich stark durch Leistung definiert, durch Sport oder durch Unternehmungen machen oder durch Job, ist es auch total schwer. Aber eigentlich tut uns die Krise an der Stelle einen Gefallen. Die zwingt uns nämlich, auf was hinzuschauen, was grundsätzlich in jedem Menschenleben eine Frage ist, nämlich die, wie geht's dir eigentlich, wenn nichts ist? Hast du eigentlich Wurzeln in deinem eigenen Sein oder nicht? Und ich glaube, die wenigsten Menschen haben das. Und ich bin auch ein extrovertierter Mensch, der schnell ist. Und für mich ist es auch nicht leicht, wenn nichts ist. Aber für mich ist, wenn du mich fragst, was heißt es für mich, meine Beziehung mit Jesus zu leben, ich sage jetzt was ganz Unreligiöses. Ich merke, wenn ich wirklich bei mir bin, bin ich beim Herrn. Nur ich bin oft nicht bei mir. Ich bin irgendwo. Ich bin in Action. Und ich brauche relativ lange, um überhaupt nur da zu sein. Gott stellt sich ja dem Mose vor mit diesem interessanten Namen: Ich bin der Ich bin. Bam. Ich bin da. Man könnte fast sagen: Ich bin da, nur du meistens nicht. Und ich habe auch das Gefühl, Gott ist immer da, nur ich meistens nicht. Und um Ja. meine Frage zu beantworten, was heißt es für mich, die Beziehung mit Jesus zu pflegen, abgesehen von, dass ich natürlich auch die Bibel lese und alles mögliche andere, im Wesentlichen ist es, ich brauche richtig Zeit, wo nichts ist, wo ich einfach nur da bin. Ja. Gebet ist für mich oft sehr unreligiös, weil ich gar nicht viele Worte dafür brauche. Ich muss auch keine Lieder singen. Ich bin da und der mich kennt und der mich liebt, wartet im Hier und Jetzt auf mich. Und es ist Ja. für mich mit Abstand die wichtigste Zeit am Tag. Ja, ich glaube, die Kunst der Stille und die Kunst der Meditation ist uns schon ein Stück weit abhanden gekommen. Ich meine, in der verrückten Welt, in der wir leben und auch ins Christentum, alles muss schneller sein, alles muss besser sein, alle Events müssen größer sein, jeder muss auf Social Media unterwegs sein, so wie du und ich ja auch unterwegs sind. Aber ich glaube,
diese Kunst der Meditation Ja. und ruhig zu werden, das ist was, was wir komplett neu lernen müssen, oder? Ja, also wir laufen als Gesellschaft in eine dramatisch falsche Richtung. Also es ist ja wirklich nachgewiesen, dass dieser mega Einfluss von Social Media, es sind eigentlich viel zu viele Impulse, die wir da haben. Und uns fehlt zunehmend dieser ruhige, ausgeruhte Blick auf das, was da ist. Und deswegen, ich bin voll bei dir, wir müssen das neu lernen. Ja, absolut. Das ist interessant. Ich hab heute Morgen gesprochen, ein interessantes Gespräch mit einem Freund von mir aus Australien gehabt. Und wir haben über das Abendmahl gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, weil die eine Frage, die zu mir kam, Joanna und ich gehen mittwochs abends öfters online und Leute stellen uns Fragen. Und eine der Fragen, die uns gestellt wurde, war so: Hey, wie lebt ihr Christsein als Familie aus? Wie lebt ihr mit euren Kindern aus? Wie feiert ihr Abendmahl zusammen? Und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit ihm heute Morgen und hat es auch neulich in unserer Church mit einigen von unseren Leuten geteilt. Dieses so schnell nehmen wir Dinge, die basiert sind auf Beziehung und auf gemeinsam und machen ein Ritual daraus. Also Ja. ich hab zum Beispiel, weißt du, über das Abendmahl. Jetzt sind wir hier ganz. Ja. Ich mache mir ganz, ganz viel Gedanken über das Abendmahl, weil ich glaube, das Abendmahl ist so ein zentraler Kern im Leben als Christ. Aber es ist so viel mehr als ein Ritual, sondern als Jesus Christus, ich würde mich lieben, von dir zu hören, als Jesus Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern, dann war das nicht, hier ist ein kleiner Becher, hier ist ein trockener Keks, dann war das, hier sind wir zusammen und wir haben einen reichlich gedeckten Tisch. Und wir sind miteinander und wir sind mit Gott und wir leben diese Einheit aus und diese Dankbarkeit von unserem Herzen. Ich glaube, Traditionen sind wichtig. Und ich glaube, auch Rituale können wichtig sein, um etwas zu symbolisieren. Ich glaube, das sind schon, also das will ich nicht wegnehmen. Aber das Herzstück dahinter ist doch, hey, wir sitzen an einem reichlich gedeckten Tisch. Und bevor wir anfangen zu essen, danken wir Gott und wir laden ihn ein, im Zentrum zu stehen. Ist das nicht vielmehr das Herz von dem Abendmahl, dieses Miteinander in Einheit des Herzens, in Einheit von Seele, in Einheit in des Geistes und mit Jesus? Also sind es mehrere Fragen in einer, die alle spannend sind. Zum einen, ich würde dir total recht geben, es besteht immer die Gefahr im Glauben, aus Beziehungsgeschehen praktisch was Verdinglichtes draus zu machen. Wie in jeder Ehe auch, in jeder Beziehung auch. Jetzt kommt das Aber, es gibt auch sowas wie gesunde Traditionen und gesunde Strukturen. Zum Beispiel das Zähneputzen. Ja? Du musst nicht jeden Abend den Heiligen Geist fragen, soll ich mir heute die Zähne putzen? So. Das ist eine Struktur, die hast du in dein Leben eingebaut. Und auch das geistliche Leben. Es gibt da so die Übercharismatiker, die sagen praktisch, ich bete nur, wenn mich der Geist lenkt. Ja, nee, wenn du nur schlafen gehst, wenn der Geist dich lenkt, dann gehst du halt schlafen. So, das ist das andere Extrem. Und deswegen, ich glaube, auch Rituale wollen immer wieder schön gestaltet werden. Wie, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, wir haben bei uns in der Ehe zum Beispiel ein Ritual, das wir durchführen, seit wir sind fast 20 Jahre verheiratet, was wir jeden Tag machen. Wir trinken um 17 Uhr zusammen Tee. Jeden Tag. Eine Stunde. Und das machen wir auch schön. Kochen wir schönen Tee, nehmen uns wirklich Zeit dafür. Und so kannst du Rituale von innen heraus immer wieder beleben. Und jetzt, was das Abendmahl betrifft, also du fragst natürlich jetzt einen Katholiken. Wir haben nochmal einen besonderen Blick drauf. Und was mir als Katholik wichtig ist, ein Blick auf das Abendmahl, wir sagen ja Eucharistie, ist erstmal, ich glaube auch, die Zentralität ist größer, als wir denken. Weil Jesus hat erstaunt, also das ist ja mal krass, Jesus hat nie wörtlich gesagt, lies jeden Tag deine Bibel. Also ich glaube, jeden Tag deine Bibel zu lesen ist eine fantastische Möglichkeit, Jesus nahe zu bleiben. Aber Jesus hat aber sehr wohl explizit gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Also das ist nicht irgendwie, ja, kannst du mal machen, wenn du willst. So, das Zweite ist, Jesus hat nicht gesagt, dieses Brot und dieser Wein symbolisiert mein Leib oder denke an meinen Leib, sondern er hat dieses nervige Wort ist gesagt. Was auch immer deine Theologie ist, wie, es ist nicht das Gleiche wie euch, denkt da mal an Jesus. Nee, er sagt, ich bin das, das ist mein Fleisch und Blut. Das ist total krass. Und es war auch damals für die Jünger total krass. In der Synagoge von Kapernaum in Johannes 6 sind sie nämlich gegangen und gesagt, wir sind draußen, zu krass. Und dann hat Jesus zu den 12 gesagt, wollt ihr auch gehen? Das heißt, ich glaube, wir können die Heiligkeit und die Würde des Abendmahls überhaupt nicht hoch genug veranschlagen. Und deswegen würde ich alles in der Machttuende tun, um es so schön, so liebevoll, so feierlich wie möglich zu gestalten, egal was deine konfessionelle
Prägung da drin ist. Wow, interessant. Sehr interessant. Okay, jetzt sind wir, ich springe einfach ein bisschen rum, ich hoffe, das ist okay für dich. Bitte. Aber jetzt sind wir ja, in dieser Krise, in der wir uns ja gerade befinden. Da sage ich ja jetzt nichts Neues. Du meinst, dass das Oktoberfest abgesagt wurde? Das ja, ist die zum Beispiel, ich meine, das ist ja für dich als Bayer schon drastisch. Ich weiß nicht mehr, was jetzt in diesem Jahr noch Großes passieren soll. Also. Schlimmer kann es nicht werden eigentlich. Ja, nee. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Also bitte, natürlich. Ich hab fast 10 Jahre in München gelebt. Ich habe neben dem Oktoberfest gelebt. Das heißt, wenn du mit der U-Bahn da gefahren bist, musstest du immer schauen, wo du hintrittst, weil ja, ist nicht so schön. Also während des Oktoberfest in München zu leben, ist schwierig. Bist du gebürtig aus München? Nein, ich bin aus Niederbayern, also zwischen Regensburg und Passau, aber ich habe in München studiert. Ah, okay, nice. Okay, also, ich weiß, sorry, Oktoberfest abgesagt, Bundesliga läuft auch nicht, was für mich persönlich schlimmer ist als Oktoberfest. Aber ich weiß nicht, bist du Fußballfan? Wahrscheinlich eher nicht, doch, oder? Jetzt, bestimmt. Wir wohnen nur ein paar hundert Meter entfernt von einem FCA-Stadion und ich kenne den Trainer jetzt auch, den Heiko Herrlich und so und ein paar Spieler hier gegenüber, ich bin gerade bei uns zu Hause, hier gegenüber wohnen auch 2 FCA-Spieler. Deswegen müssen wir praktisch FCA-Fans sein. Ihr habt keine Wahl. Bist du da in Konstanz? An was glaubt man da? Ja, also es ist ein bisschen zwiespaltig bei uns. Gell? Also wir haben natürlich den VfB Stuttgart in der Ecke, ja. Hier in der Nähe bei uns, der nächste große Verein, aber das ist halt schon auch, das ist Schwabenland und wir sind im Barmerland. Ja, und Freiburg? Freiburg ist definitiv auch da, aber wie du schon merkst, war es nicht so meine erste Option. Ich mag den Trainer, ich mag den Christian Streich unglaublich gerne. Den kann ich mir jeden Tag, glaube ich, anhören. Und ich bin Bayern-Fan. Von daher, ich kann nicht anders. Aber es ist halt so, wie es ist, gell? Okay. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, okay. Was ich eigentlich sagen wollte, Johannes, jetzt sind wir an dieser Krise, okay? Jetzt ist es vielleicht ein bisschen eine provokante Frage, okay? Die ich gerade jetzt die ich stelle. Jetzt kannst du ja konform gehen mit dem, was die Regierung sagt, oder du kannst nicht konform gehen mit dem, was die Regierung sagt. Du kannst übereinstimmen mit dem, du kannst nicht übereinstimmen mit dem. Ich habe ganz, ganz viele Gespräche, interessante Gespräche geführt in letzter Zeit mit Leuten, die sagen, okay, ich verstehe die erste Reaktion, ich verstehe, wir müssen gemeinsam handeln, ich verstehe all das. Aber wo ist die Balance? Weil viele Leute jetzt halt sagen, okay, ich verstehe Corona, ich verstehe Todesfälle, ich verstehe das Risiko, aber jetzt auf der anderen Seite, das Resultat, was wir jetzt erleben werden, können wir wahrscheinlich noch gar nicht wirklich messen. Ja. Die Arbeitslosen, die häusliche Gewalt, Scheidungen, Suizid, Depressionen, finanzieller Ruin für viele Menschen. Wann ist der Moment gekommen, wo man sagt, okay, ich folge der Regierung und ich folge dem, was sie sagen und weil das ist ganz klar auch, was die Bibel uns sagt, wir sollen uns unterordnen, einfügen, wir sollen, aber gleichzeitig haben wir auch die Aufgabe, zu stehen für Menschen und also einfach nur, ich würde einfach mal gerne, das ist wow. Vielleicht ein bisschen eine provokante Frage, aber ich würde es einfach gerne mal hören, was ist denn deine Sicht der Dinge, wenn wir darüber sprechen? Ja. Okay, also erstmal, meine Sicht der Dinge von Corona ist ganz stark davon abhängig gewesen, dass, also ich kenne richtig viele, die es bekommen haben, weil ich Ende Februar schon auf diesem Willow Creek Kongress gesprochen habe, wo es einen Corona-Fall ja gab und wir wurden da schon gleich in Quarantäne gepackt. Da hatte in meinem ganzen Bekanntenkreis noch niemand richtig von Corona gehört. Das war irgendwie weit weg. Ja. Und ich habe dann, ich glaube, 12 oder 14 wirklich Covid-19-Fälle in meiner Umgebung erlebt. Und deswegen, ich würde sagen, ich nehme das ernst. Also das ist echt eine Scheißkrankheit. Das ist überhaupt nicht harmlos. Von denen ist keiner gestorben, aber von denen waren doch ein paar im Krankenhaus. Und einige haben gesagt, okay, das war einfach das Krasseste, was ich je erlebt habe, krankheitsmäßig. Also ich nehme es wirklich ernst. Erstens. Zweitens, ich gestehe ein, dass es ein paar Zahlen gibt, die mich nachdenklich stimmen. Zum Beispiel, wie sich die ganze Situation in Schweden entwickelt. Und was ich krass finde, ist ein Freund von uns, der ist unser ITler, der hat die ganze DDR noch miterlebt und der sagt, Leute, ihr seid von den Medien her jetzt im Westen genauso brainwashed, wie wir damals in der DDR waren. Also wenn alle Medien genau das Gleiche schreiben, was genau dem entspricht, was auch die Regierung sagt, dann werde ich skeptisch. Und zwar jetzt nicht nur bei Corona, sondern bei ganz vielen großen Themen. Ich erlebe in maßgeblichen Entscheidungen des Staates
keine Presse mehr, die widerspricht. Das macht mir Angst. Das finde ich komisch. Und es ist fast so, wenn jemand sagt, Leute, ist es eigentlich rational, was sie hier machen, wird er wie niedergebrüllt. Dann bist du ein Ja. Corona-Leugner. Und das finde ich verdächtig. Also, ich habe innerlich, ich fühle mich nicht berufen, auch weil ich fachlich da nicht so tief drin bin, eine objektive Meinung abzugeben, sondern ich sehe meinen Job drin, Leuten zu helfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Ja. Aber wenn du mich direkt als Person, als Einzelner fragst, ob ich überzeugt bin, ob dieser krasse Lockdown der einzige Weg ist, ich glaube, dass das keiner so genau weiß. Und ich befürchte, dir recht geben zu müssen, dass die Kollateralschäden in Wirtschaft und alles massiv sein werden. Und ich persönlich, ich sage jetzt einfach nur aus dem Bauch raus, ich habe ein gutes Gefühl mit der Aussicht, dass jetzt die Maßnahmen gelockert werden, dass wir auf sowas wie Atemschutz gehen. Ich persönlich muss gestehen, ich finde das Thema mit Social Tracking App nicht so schlimm. Ich sehe das Potenzial, ne, dass da so eine Weltherrschaft draus werden kann, aber die brauchen nicht die Social Tracking App dafür. Also du kannst über alle möglichen Dinge deine Handys orten. Ich war in China damals und da ist die ganze Überwachung noch viel weiter fortgeschritten. Und ich befürchte, wir werden in diese Richtung gehen, dass wir immer transparenter für den Staat werden. Und ich mache mir Sorgen, was eine Regierung in ein paar Jahrzehnten mit diesen Daten machen kann. Aber das hängt nicht an der Corona-App. Also wenn du da Sorgen hast, dann musst du eh dein iPhone wegschmeißen, Ja. musst du ein altes Samsung wieder rausholen, dann bist du sicher oder aufs Land ziehen. Also von daher, ich bin mir nicht sicher, ob die Maßnahmen nicht zu krass sind, aber ich werde mich auf jeden Fall dran halten. Wir mussten ja auch Sachen absagen schon, oder werden auch noch andere Sachen absagen müssen. Jeder muss das. Und das ist schmerzhaft. Ja, was siehst du für Chancen? Ja, total viele. Total viele. Total viele. In erster Linie eine Chance der Dankbarkeit. Weil wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich dürfte morgen essen gehen, ich dürfte nächste Woche in Urlaub fahren und ich dürfte nächste Woche auf einer großen Konferenz sprechen, ich wäre so gut drauf. Ich würde denken, what? Arsch. Jetzt der Punkt ist, ich habe das die letzten Jahrzehnte gemacht und da fand ich es auch normal. Und wir sagen, ja klar, halt mal wieder essen gehen. Hey, essen gehen! Essen gehen ist toll, das ist echt besonders. Und da, also da erwarte ich mir eine ganz neue, wie man so schön sagt, Achtsamkeit erstens. Zweitens ist, ich habe mit meinem Nachbarn, der bei der Telekom arbeitet, neulich im Garten gesprochen. Der sagt, der ist nicht gläubig oder ja, nicht so in unserem Sinne gläubig. Der hat so gesagt, ja, das ist interessant. Auf einmal werden einem ganz andere Sachen wichtig und Sachen, die einem vorher unwichtig waren, wichtig waren, die sind unwichtig. Und so. Und ich finde, der hat total recht. Und ich glaube auch politisch in den Umfragen, also ist ja schon witzig. Ich glaube, momentan ist es Leuten relativ wurscht. Keine Ahnung, zu welcher Partei jemand gehört. Keine Ahnung, ob in irgendeinem Gremium die Frauenquote erfüllt ist oder nicht oder sonst was. Das Entscheidende ist, was ist jetzt richtig? Was hilft uns? Nicht einfach Klüngelei hier, der muss aber dann noch mit rein oder der muss damit. Das ist echt die Frage. So, und dass wir wieder eine Perspektive für das bekommen, was wirklich wichtig ist. Also in Berlin gab es auch schon sowas wie, Leute, lass uns vielleicht mal in Zukunft nicht nur schauen, dass wir Gender-Toiletten haben, sondern in erster Linie, dass sie hygienisch sind. Gute Priorisierung. Gender-Toiletten, wenn du sie haben willst, ich habe nichts dagegen. Das ist nicht mein Punkt. Erstmal ist wichtig, dass die Leute nicht sterben. Und das ist so ein Punkt, jetzt sag ich was Provokantes. Wir erleben gerade, dass ein ganzer Staat sich komplett auf die Verletzbarsten einstellt, nämlich auf die Risikogruppe der Alten. Der gleiche Staat hat aber Bundesverfassungsgericht Urteil Mitte Februar in Karlsruhe entschieden, dass gewerbsmäßige Beihilfe zum Suizid erlaubt ist. Das heißt, wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das sagt, es ist okay, wenn ein Verein, eine Institution gegen Bezahlung oder gegen Spende einem Mensch Gift gibt, dass er sich umbringt, weil er alt oder krank ist. Gleichzeitig sagen wir legen aber die komplette Wirtschaft lahm und alles, damit alte und schwache Menschen nicht, ich sage jetzt überspitzt, 2 Monate zu früh sterben. Oder ein anderes Ding, wir haben die Corona-Zahl, wow, krass, 4.000 Leute gestorben. Genau, in Deutschland treiben wir jedes Jahr mindestens 100.000 Babys ab. Und weißt du, wer es bezahlt? Du und ich. Das zahlen nämlich unsere Krankenkassen, Beiträge und der Rest zahlt die Steuer. Das heißt, wir stellen Menschen an, die Babys töten,
Und gleichzeitig sagen wir, wir müssen aber ganze Industriezweige für Milliarden von Euro lahmlegen, damit alte und kranke Menschen nicht vorzeitig sterben. Und da sage ich, hey Leute, lass uns doch die Wertschätzung des Lebens generell ernst nehmen. Von der Befruchtung bis zum letzten Atemzug hat der Mensch Würde. Und es liegt mir fern, eine Frau in einer Krisenschwangerschaft zu verurteilen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Nein. Aber der Mensch hat Würde. Der Mensch hat Würde. Und ich glaube, an das werden wir gerade neu wieder erinnert. Und das finde ich gewichtig. Ja, wow. Wow, ja. Ich meine, da hast du jetzt natürlich, das war jetzt eine sehr ausschweifende Antwort, wo du jetzt ganz, ganz viele Themen gestriffen hast, die es uns erlauben würden, noch locker eine Stunde weiterzureden. Aber das machen wir ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal. Aber ja, du hast recht. Ich meine, ich glaube, es ist wirklich interessant. Ich finde es auch, ich bin ähnlich wie du, ich bin kein Fachmann, ich bin kein Experte. Ich beobachte nur. Und ich hoffe einfach, ich glaube, wir haben eine Riesenchance. Menschen suchen Jesus mehr als jemals zuvor. Wir haben eine Riesenchance, dieses Evangelium rauszubringen, diese gute Botschaft, diesen Frieden, den Jesus verspricht, rauszubringen. Und ich bin gespannt, was mit der Gesellschaft passieren wird. Ich glaube, wir alle können es noch nicht wirklich abschätzen. Ist auf jeden Fall so, es ist ja krass, die Google-Anfragen, wenn du schaust, Gebet und Prayer, das geht ja so nach oben. Ja. Wir hatten auch so eine Gebetsaktion vor 2 Wochen, wo wir bis zu 1 Million Menschen mobilisieren konnten, eben auch Top-Politiker. Du merkst, dass Glaube Menschen Halt geben kann. Grundsätzlich was Positives ist, ich glaube, das ist in der Gesellschaft momentan absolut vorhanden. Leute wissen, hey, Mist, wenn es jetzt irgendwas gibt, was Menschen Halt und Sicherheit gibt, dann ist es erstmal was Gutes. Und wenn es Glaube ist, wir hatten sogar Atheisten, die uns geschrieben haben, finden eure Gebetsaktion gut. Also, und da bin ich genau bei dir. Das ist eine Chance. Eine Krise bringt Leute dazu, nachzudenken, was trägt mich denn überhaupt? Und dann ist halt vieles, was im Angesicht des Todes noch trägt. Absolut. Amen. Dann bleiben mir nur noch 2 Fragen, die ich stellen muss. Die erste Frage ist, wann kommst du nach Konstanz? Wir hatten doch einen Termin schon und dann ist, was war denn da? Ich weiß gar nicht. Meine zentrale Frage ist, wann kommst du nach Konstanz an einem Sonntag in unsere Gottesdienste, um für uns zu predigen? Das ist die zentrale Frage. Sobald Corona es erlaubt, okay? Sobald Corona es erlaubt. Okay, warte mal, Sienna, meine Tochter ist gerade hier. Willst du, Sienna, die wollen kommen hier? Willst du kurz Hallo sagen? Sag mal kurz Hallo. Es sind jede Menge Leute da. Guck hier. Hi. Hi, Janis, grüß dich. Das ist Sienna. Und Sienna sollte eigentlich schon längst im Bett liegen. Aber ich komme gleich zu dir, okay? Du hast morgen Schule, ist Homeschooling morgen. Okay. Okay, yes. Ah ja. Was ich sagen wollte, okay, also, pass auf, ich nagel dich einfach drauf fest, sobald die Corona-Zeit vorbei ist, okay, ich komm. Sind wir alle der ersten Ansprechpartner für dich. Aber ganz ehrlich, ich kann einfach nur sagen, wir schätzen dich, ich schätze dich extrem. Auch wenn wir uns jetzt nicht so oft regelmäßig persönlich treffen, noch nicht jedenfalls. Ich denke, du hast etwas Großartiges zu geben für unser Land. Du hast eine Stimme in unserem Land und ich glaube, deine Stimme ist erst am Anfang von dem. Ich glaube wirklich, deine Stimme wird noch viel lauter werden und viel größer werden. Und ich glaube, Gott wird dich als Sprachrohr nutzen, um auch Christen zu vereinen. Du hast diese unglaubliche Gabe, Menschen zu vereinen, die unglaubliche Gabe, über Grenzen hinaus zu sprechen, durch die Art, wer du bist und durch das, was Gott in dein Leben gelegt hat. Und das macht mich unglaublich stolz, dich zu kennen. Und ich glaube wirklich, ich bin wirklich gespannt zu sehen, wie Gott die nächsten Jahre dich und das Gebetshaus und alles, wofür du stehst, benutzen wird, um seinen Namen groß zu machen. Von daher ein herzliches Dank. Ich weiß, man sieht nach außen immer so dieses Schöne, aber ich weiß, welcher Preis dahinter steht. Ich weiß, welchen Preis du bezahlst, deine Familie bezahlt, welchen Weg ihr geht. Ich weiß, dass mit all dem, was du machst, das kommt nicht von selber. Von daher, von meiner Seite einfach ein Riesendanke an dich, an deine Family. Und wir beten für dich, wir beten für euch. Wir glauben, dass das Beste wirklich noch vor uns liegt. Und wir freuen uns darauf, dich bald bei uns zu haben und mehr von dem zu haben, weil ich bin jetzt schon wieder total inspiriert, mein Kopf explodiert. Danke, Franz. Lass mich das auch zurückgeben. Ich habe so eine Wertschätzung für das, was ihr als Church tut. Ich würde liebend gerne mal kommen. Ich war in meinem Leben noch nie in Konstanz und das ist wirklich, also das ist, lässt sich fast nicht entschuldigen. Nein, also Berufszeitigkeit. Und ich finde es was so Schönes, was der Herr in den letzten Jahren tut. Ich wurde in den 90ern
aus meiner katholischen Jugendgruppe, in der ich war, rausgeschmissen, weil ich mitgearbeitet habe bei einer Reinhard-Bonke-Evangelisation. Haben gesagt, boah, das ist weichlich, das geht gar nicht. So, da kommen wir her. So. Und was momentan ist, ist, dass Menschen, es geht nicht um Einheitsbrei, überhaupt nicht, sondern Menschen, die jetzt wirklich um Jesus geht, quer über Grenzen hinweg zusammenfinden. Und das passiert in unserem Land stärker als vielleicht in jedem Land auf der ganzen Welt. Ich sehe es in keinem anderen Land so stark. Und da bin ich mega dankbar, dass wir hier so gemeinsam laufen können. Das ist echt schön. Absolut, ich auch. Johannes, ich danke dir für deine Zeit. Voll gerne. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Oh yes. Möglichst an alle bald. Euch da draußen, die ihr zugeschaut habt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt einen schönen Abend und wir sehen uns. Bis dann, Johannes. Ciao. Danke dir. Ciao zusammen. Ciao.